Wir haben gegen Darmstadt 4:0 gewonnen. Hier nochmal die Nachanalyse zum Spiel. Rajic, Asta, Danso mit den Treffern. Pissarro hat auch noch getroffen, genau, unser Innenverteidiger. Man sieht von den Noten her also sehr ordentlich. Dahlberg 7:2, Danso 7:4, Tisserand 8:4, Dingsbums 7:8, Max 8:0. Also hat alles gepasst. Vargas ein bisschen hinterhergehinkt mit 6,4. Unentschieden Nürnberg-Dortmund 1:1. Und Hertha BSC gegen Leverkusen 3:3. Damit sind jetzt alle Spiele vom 12. Spieltag absolviert. In der 11. der Woche des 12. Spieltags dann drei unserer Jungs. Tisserand in der Innenverteidigung, Rajic und Busquets. Und dann startet der 13. Spieltag für uns am Freitag, den 26. November, gegen die Frankfurter Eintracht. Wir müssen auf Kevin Danso verzichten, der ist gesperrt nach seiner gelb-roten Karte im letzten Spiel und auch Bonatini steht uns nicht zur Verfügung. Ich habe mir jetzt lange Gedanken gemacht, wen ich in der Innenverteidigung bringe. Eigentlich wollte ich Thuram bringen, aber nach Rücksprache mit unserem Trainerstab entscheide ich mich für Rhys Oxford. Der hat eigentlich bisher noch überhaupt nicht gespielt in der aktuellen Saison und hat auch die letzten Jahre eigentlich keine große Rolle gespielt. 10 Spiele letztes Jahr 6,70, 7 Spiele davor 6,75, 18, 19 oder 8 Mal gespielt. Captain wird Max sein, sein Vertreter wird Finn Bogason sein, da alle anderen fehlen. Kubek ja eigentlich der Captain, sitzt auf der Bank, Danso gesperrt. Hier sehen wir die Aufstellung der Frankfurter. Trapattoni im Tor, Hinteregger, der ehemalige Augsburger in der Innenverteidigung, Martinez Carter, Korb und Holland außen. Rode der Captain im defensiven Mittelfeld, Mascarelli neben ihm, auf der Außenbahn Gokia und Kostic und im Sturm Kovnacki und Salcedo. Bei uns hat sich auf der Bank nichts geändert, dadurch, dass Oxford quasi von der Tribüne kommt. Bleibt alles, wie es war. Da hoffe ich natürlich drauf. Akpoguma. Uff, knapp drüber. Keine Torchancen, Ballbesitz 58% für uns, 44, nee, 42 waren es gerade für die Augs, für die Frankfurter. Und Pfostenschuss. Geschossen. Max bringt den Ball rein. Und Tisserand, ja. Letzte Woche hat er getroffen, heute nicht. Hinteregger sieht gelb, die dritte, wieder Max. Und da ist das Tor. Ruben Vargas macht den Treffer. Das Tor für den Max. Vargas kommt hoch. Sehr eng alles im Strafraum, aber es passt. Ja, Max. Rajic. Was ist jetzt blöd? Tisserand sieht die vierte gelbe Karte und wir müssen wohl wechseln. Akpoguma hat sich am Knöchel verletzt. 72. Spielminute. Abschlag, da steht er auch schon, der Vargas. Aber der kommt hart nicht ran. Und nochmal, Vargas setzt nach, Finn Bogason. Und Hahn! 2:0. 72. Spielminute. Oh, André Hahn. Sein erstes Tor in der Saison. Er hat auch nicht wirklich viel gespielt. Lecky mit dem Fehler hier verliert den Ball gegen Vargas. Finn Bogason legt durch und Hahn ist da und da sieht Trapattoni kein Land, keine Chance. Das 2:0 für uns. 84. Minute. Immer noch 2:0 für uns. Lang sieht gelb, damit kann er sich gleich wieder verabschieden. Fürs nächste Spiel ist er damit gesperrt. Und auch Mascarell sieht gelb und das war's. Wir gewinnen 2:0 gegen die Frankfurter Eintracht. Hier nochmal kurz der Überblick. 9:6 Schüsse.
Klare Torchancen 1 zu 1, 57% Ballbesitz. 6,98 zu 6,74. Am Sonntag dann bekomme ich die schlechte Nachricht, dann so zwei weitere Spiele gesperrt ist. Und dann haben wir die Ergebnisse der restlichen Spiele am Samstagabend des 13. Spieltags und wir sehen eine Mega-Klatsche für den Club. Der FC Bayern besiegt Nürnberg 6 zu 0. Dreimal Lewandowski, Coman, Thiago und Coutinho. Von den Top-Mannschaften schwächelt im Moment ein bisschen der VfL Wolfsburg, hat in den letzten fünf Spielen nur einmal gewinnen können, auch Leverkusen nur mit zwei Siegen. Und auch die Sonntagsspiele brachten ja, eine Überraschung. TSG Hoffenheim mit dem neuen Trainer Baum gewinnt in Leverkusen mit 3 zu 1. Paderborn Schalke 2 zu 2 und Hamburg Leipzig im Topspiel 0 zu 0. Jetzt damit 13 Spiele von allen Vereinen absolviert. Wir sind, haha, 13. Zwei Siege jetzt in Folge eingefahren, damit bin ich zufrieden. Rang 13 am Saisonende wäre eine Verbesserung von zwei Plätzen zu den letzten beiden Jahren. Dann verletzt sich Finn Bogason und mit Finn Bogason und Bonatini damit beide eigentlich geplanten Stürmer, Startstürmer fehlen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir diese Verletzung kompensieren können. Der HSV ist jetzt erstmal unser nächster Gegner. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Der HSV bisher ja in der Liga seit vier Ligaspielen ungeschlagen, sind Dritter und Spiele bisher gab es nur zwei. Die sind aus der Saison 2021 gewesen. Da haben wir einmal 1 zu 0 gewonnen und einmal 0 zu 0. Also so schlecht sieht die Bilanz jetzt gar nicht aus. Und wieder haben wir lange diskutiert im Trainerstab, wen wir spielen lassen. Oxford bleibt in der Aufstellung. Ansonsten ändern wir noch den zweiten Stürmer und hier wird es Richter sein. Marco Richter. Die letzten Jahre hat er ja für mich eigentlich immer eine ganz gute Rolle gespielt. Letztes Jahr 29 Einsätze, 22 Mal von Beginn an, 7 Mal eingewechselt, 3 Tore, 3 Assists mit einem Schnitt von 6,83. Getreu dem Motto, was interessiert mich, mein Käse von gestern. Und zwar lasse ich jetzt doch Hahn spielen. So natürlich nicht. Also von Anfang an Richter dafür draußen. Im Freitagsspiel dann schlägt Schalke 04 den SV Darmstadt 98 mit 3 zu 1. Jetzt hoffentlich der Sieg gegen Hamburg. Hier die Aufstellung. Hamburg mit Müller, David, Van Drongelen, Wagnumann, Kinsobi, Perea, Palin. Alles eigentlich fast neue Spieler. Die doch einiges getan in den 3 Jahren jetzt. Der HSV ja aufgestiegen, letzte Saison, nein, vorletzte Saison. Und das Ganze sehr ordentlich gemacht. Und dann sind wir im Stadion. Augsburg gegen den HSV mit Zuschauern. Vierte Minute, Max Rakitić. Und da ist das 1 zu 0. Lange hat es nicht gedauert. In der vierten Spielminute. Jatta macht das sechste Saisontor vor bei Ameci. Da haben wir jetzt nicht gut ausgesehen. Hier nochmal die Wiederholung. Ameci wird hier von Max zwar angegriffen, kann ihn aber erstmal überlaufen. Max bleibt dann dran. Dann kommt der Pass. Unser Rechtsverteidiger in dem Fall. Akpoguma steht weit weg. Und Max geht dazwischen, aber komme nicht an den Ball, Pereira. Pfosten! Uff, Tisserand. Wir versuchen den Spielaufbau, 26. Minute. Akpoguma verliert den Ball gegen Jatta und oh, Max dann.
Schick Teuchert. Keine wirkliche Entlastung für unser Team. Und dann ist er drin. 2 zu 0. Wenn man drum bettelt, passiert es eben auch. Alic mit dem Schuss an die Latte und dann ist es Ameci, der viel schneller ist als Max hier. Kakpoguma wieder langsamer als Jatta. Wieder der weite Ball. Vargas. Ach, Teuchert. Was macht der Teuchert denn? Und jetzt Max wieder mit dem Offensivdrang. Das sah jetzt nicht gut aus, der Müller im Tor, das 2 zu 1. In der 73. Minute. Das ist das erste Saisontor. Ich bin natürlich Max, dann gehen wir mal die Wiederholung. Vargas mit schöner Übersicht. Max. Busquets dann schießt er. Ja, gut, da stehen. Es war für mich, waren zwei Spieler vor ihm von uns. Hätte man eigentlich auch abseits pfeifen können. Zumindest. Passives Abseits. Und jetzt nochmal Ecke, Max. Ach, Vargas. Und 75. Minute in Hamburg. Jatta wieder. Da wollte ich sagen, jetzt wollte ich eigentlich vorher den Rechtsverteidiger wechseln. Akpoguma, aber. Und da sind wir nochmal im Angriff. Perfektes Tackling. Das wird der letzte Angriff sein. Hoffentlich lässt er noch zu. Rajic, eins hat er schon geschossen. Busquets. Rajic. Jetzt nicht wieder zurück, Leute. Ah, Max bringt die. Ah, dann haut er auf die Tribüne. Eine Minute sind wir jetzt schon fast drüber. Es soll nicht sein. Nochmal Einwurf Augsburg. Ja, das war's. 1 zu 2 verlieren wir gegen den HSV. Ich denke mal, die zweite Hälfte war deutlich besser. Besonders Busquets hier, Max und Rajic haben gut gespielt. Vorne ist wenig zusammengelaufen. Müssen wir jetzt damit leben. Und dann schauen wir auf die Samstagsspiele. Köln gegen Eintracht Frankfurt 4 zu 0. Nürnberg, Paderborn 2 zu 2. Rote Karte für Antwi Adeyi. Wir verlieren gegen Hamburg 1 zu 2. Stuttgart schlägt Leverkusen 3 zu 0. Wolfsburg, Bremen 1 zu 1. Und Hertha verliert gegen den FC Bayern mit 1 zu 2. Und das letzte schauen wir noch auf die Sonntagsspiele. Leipzig, unser nächster Gegner, 1 zu 1 gegen den SC Freiburg. Und die TSG Hoffenheim immerhin 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Damit ist der 14. Spieltag komplett. Der FC Bayern ist vorne. Leipzig durch das Unentschieden jetzt mit 31 Punkten Zweiter. Hamburg Dritter. Wolfsburg, Schalke, Köln. Stuttgart, Leverkusen, Dortmund, das ist sehr eng im Mittelfeld. Bremen 10., Freiburg 11., Frankfurt 12., die haben jetzt viermal in Folge verloren. Wir auf Rang 13, Hertha punktgleich auf Rang 14, Paderborn 4 Punkte schon zurück, Rang 15, Hoffenheim 16., Nürnberg 17. und Darmstadt 18. Ja, das war die dritte Staffel. Die Folge 22, muss ich gleich wieder auf meinen Spickzettel schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Im nächsten Teil dann geht's ja das Spiel gegen Leipzig. Und was haben wir noch vom Terminplan her? Köln
Köln-Erlauf, dann das letzte Spiel im Jahr 2021. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Bis bald. Servus und bye bye.